was ich wahrnehme, entscheide ich selbst. Und was mich runterbringt, was mir gefällt, yeah. Wie ich's wahrnehme, kommt ganz drauf an, ob's mir schaden oder mich bereichern kann. Es wird immer etwas geben, was mir auf die Nerven geht. Ich muss nur überlegen, was hat Priorität. Denn es gibt immer etwas auszusetzen, nie ist alles optimal. Ich muss entweder lang warten oder hetzen. Beides ist für mich die reinste Qual. Diese ständige Suboptimalität liegt mir wohl im Blut. Denn selbst wenn alles fantastisch wäre, bin ich's bald schon nicht mehr ganz so gut. Wert für mich. Die wertlosen Dinge, die sehe ich überhaupt nicht. Wenn mich etwas richtig stört, dann ist die Wertigkeit sehr stark. Denn es beschäftigt mich und ich widme dieser Sache meinen ganzen auszusetzen, nie ist alles optimal. Ich muss entweder lang warten oder hetzen. Und beides ist für mich die reinste Qual. Diese ständige Suboptimalität liegt mir wohl im Blut. Denn selbst wenn alles fantastisch wäre, fänd ich's bald schon nicht mehr ganz so gut. Es gibt immer etwas auszusetzen, nie ist alles optimal. Ich muss entweder lang warten oder hetzen. Und beides ist für mich die reinste Qual. Diese ständige Suboptimalität liegt mir wohl im Blut. Denn selbst wenn alles fantastisch wäre, dann fänd ich's bald schon nicht mehr ganz so gut. Nicht mehr ganz so gut.